Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia und heute kommt das versprochene Video zum Pulloverstricken. Raglan von oben Pullover. Beziehungsweise, was ist jetzt der Unterschied zur Jacke? Denn die Jacke hatte ich euch ja ausführlich vorgestellt und heute kommt nochmal, was müsst ihr beachten, wenn ihr nach dem gleichen Prinzip einen Pullover stricken möchtet. Ich switch kurz in meinen Shop. Ich bin hier im Shop in den Oberteilen. Ich hatte mir als Stricktechnik Raglan von oben ausgesucht und das sind Pullover, die nach dem gleichen Schema gestrickt sind wie die Jacke, die ich euch hier vorgestellt habe. Es ist im Grunde genau das gleiche. Und was zu beachten ist, das zeige ich euch jetzt. Das hier ist ein Raglan von oben Pullover und der eine Unterschied zur Jacke betrifft die Ärmel. Es ist nämlich meistens beim Pullover schöner, wenn die Ärmel etwas enger sind als bei der Jacke. Bei der Jacke, da kann man mit weiten Ärmeln leben, beim Pullover sieht das schnell altbacken aus. So, was ist da also zu tun? Wenn sie schon zu eng geraten sind, dann hatte ich ja in einem Video ein paar Tricks dazu vorgestellt. Wenn ihr aber von Anfang an gucken wollt und das etwas steuern wollt, dann gibt es, das hatte ja auch Paulina angemerkt als Kommentar, kann man natürlich hergehen und die Raglan-Zunahmen auf der Ärmelseite, nicht auf der Rumpfseite, aber auf der Ärmelseite strecken und nicht mehr jede zweite Masche zunehmen, sondern jede vierte. Man merkt das dann meistens, wenn man sich hier so in dem Bereich findet und dann mal misst und hochrechnet und sich denkt so, hups, wenn ich jetzt in diesem Schema weiter stricke, dann werden die Ärmel aber verdammt weit. Und wenn ihr diesen Eindruck habt, dann fangt hier einfach an und nehmt nicht mehr jede zweite Reihe zu, sondern jede vierte. Das exakt zu berechnen ist sehr kompliziert, gerade für Anfänger. Ich würde da ein bisschen ausprobieren und was kann schon Schlimmeres passieren, als dass ihr ein bisschen wieder auftrennen müsst. So viel zu den Ärmeln. Der zweite Unterschied besteht natürlich im Halsausschnitt. Jacken sind vorne offen, Pullover sind geschlossen. Und deshalb lasst ihr beim Pullover jegliche Blendenmaschen weg und nehmt direkt die Halsumfangmaschen auf. Ihr habt dann zwei Möglichkeiten. Entweder strickt ihr mit diesen Halsumfangmaschen sofort in der Runde, wie hier bei diesem Pullover. Nehmt die Maschen auf, strickt vielleicht noch eine Rückreihe, schließt dann zur Runde und strickt in Runden weiter. Das ist das gar nichts gegen einzuwenden, besonders nicht, wenn es ein Sommerpulli ist, wenn der Halsausschnitt ein bisschen weiter sein soll, dann ist das eine schöne, einfache Geschichte. Oder ihr nehmt die Vorderteilmaschen noch nicht auf, sondern nur die anderen, also Raglan, Ärmel, Rückenteil und strickt erstmal in Reihen und baut euch dann hier vorne eine Vertiefung ein. Es ist natürlich ein bisschen schmeichelnder am Hals, weil hier vorne ist es halt alles etwas tiefer als beim Rücken und je enger der Halsausschnitt ist, desto eher würde ich auf diese Lösung zurückgreifen. Es ist vielleicht schwieriger, als es leichter, als es sich anhört natürlich und geht so. So, sagen wir, ihr habt eure Halsausschnittmaschen berechnet. Raglanlinien. So. Und lasst sie beim Anschlag erstmal weg. Und dann strickt ihr in Reihen, also hin und her und hin und her, im Grunde wie bei der Jacke.
und strickt in jeder Reihe hier und hier Zunahmen. Man fängt langsam an, also eine Masche, eine Masche, eine Masche zum Beispiel. Dann kann man ein bisschen erhöhen auf 2. Dann nehmt ihr 3 und schaut, was bleibt jetzt hier noch übrig. Vielleicht 10 oder was weiß ich, 15 Maschen. Und bekommt dann eure Halsausschnittvertiefung vorne. So. So kann man das machen. Und ansonsten strickt ihr haargenau wie im Jackenkurs vorgestellt nach dem Raglan von oben Prinzip. Ja, dann bin ich jetzt aber wirklich am Ende angelangt und ich habe schon mitbekommen, dass viele am Stricken sind, sich ein bisschen von mir haben anstecken lassen vom Raglan-Fieber. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Bilder schickt oder mal so berichtet, wie euer Projekt voranschreitet. Und ich wünsche euch dann noch alles Gute, habt eine gute Zeit, bis dahin, tschüss!